Hallöchen, Freunde! So, wir sind jetzt hier als Aliens getarnt und haben vor, heute Abend einen Livestream zu machen. Und deswegen gibt es mal eine ganz kurze Ankündigung vor dem normalen Video. Wir haben das jetzt gerade mal hier getestet. Wesley ist auch dabei. Hallo. Hallo. Ja, wie ihr seht, wir sind Aliens und es gibt eine Mod, die nennt sich, wie heißt die? Hive Mind. So. Ja. Und zwar geht es darum, dass wir vorhaben, ihr könnt alle mitspielen und baut eine schöne Base auf. Und wir zwei sind die bösen Aliens und versuchen euch kaputt zu machen. So ist zumindest der Plan. Oh yeah. Und das könnte auf jeden Fall spaßig werden. Ja. Wir wissen halt noch nicht ganz genau, wie das ablaufen wird. Also wird cool. Vielleicht macht ihr uns total nieder. Vielleicht überrennen wir euch schon nach 5 Minuten, wer weiß. Wir werden sehen. Ja, Livestream heute Abend, 18 Uhr auf Twitch bei Wesley und mir. Links sind alle in der Videobeschreibung, unter anderem auch das Modpack, was ihr braucht, wenn ihr mitspielen wollt. Also es sind nur 4 Mods. Wir haben RPG-System mit reingenommen, wir haben Even Disruption und halt die 2 Alien-Mods hier, die man braucht. Könnt ihr euch schon mal runterladen, draufpacken. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Heute Abend 18 Uhr geht's los. Also Mittwoch, wenn ihr das heute seht. Ja, Links in der Beschreibung. Und ich hoffe, ihr habt Bock drauf und spielt auch alle mit. Also es kann jeder, der lustig ist, kann da mithalten. Hier kommen echt viele Aliens, ne? Boah. Und stellt euch vor, das rennt über eure Base. Keine Chance. Ja. Nein, wir werden natürlich schon. Wenn ihr Bock habt, ja, dann heute Abend 18 Uhr geht's los. Also Freunde, bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warptorio mit dem Wesley. Hallo. Warptorio 2, muss man erwähnen. Warptorio 2. Ja. Version 0.8. Punkt. Ja, weiter, weiter. 7, glaube ich. Glaubst du? Ich weiß es jetzt nicht. Den wollten wir noch vor, den haben wir doch. Hatte ich den jetzt schon angefangen zu forschen hier? Ach ja, doch, guck. Ist doch schon. Ist doch schon ein bisschen. Das geht ab. Oh, die Puffer gehen aber schnell voll hier. Vor allem ist das hier so ein Puffer, der voll überflüssig ist. Und was machst du, wenn jetzt Kupfer alles ist, dann drehst du die Knie einfach um oder was? So in etwa. Hauptsache, wir haben's. Ja, hast ja recht. Hast ja recht. Hast ja recht, Wesley. Das immer wieder. Ja. Oh, Alter, hier hat aber einer vorgesorgt. Ja, leck mir am Arsch. Ich brauche mir Inventarplatz. Müssen wir die. Ich verbinde mal alle Öltanks. Was hab ich hier eigentlich alles für hier? Den Scheiß. Kann weg. Kann weg. Das auch. Jetzt habe ich wieder Platz. Und ich baue die Module mit der Hand, ey. Unglaublich. So, wir haben 190.000 Öl. Ja, nice. Sollten wir vielleicht Nixie Tube die Mod mit reinnehmen? Können wir uns das anzeigen lassen? Das wäre cool. Ja, das wäre gar nicht so schlecht, ne? Dann könnten wir oben so eine Anzeige machen, wo einmal alles angezeigt wird: Eisen, Kupfer, ja. Kohle. Und dann siehst du genau, aha, jetzt brennt hier die Luzi. Nummer? Ja. Wieso bist du bei mir unsichtbar? Ich habe den Invisible Mod drinne. Ist das so? Nein, keine Ahnung. Warum bin ich unsichtbar? Ich bin im Keller. Du bist im Keller? Ja, ja. Ja, weißt du, was das Geile ist? Ha? Ich habe eingeschaltet, dass man die Fäden von den Robis sieht. Damit man weiß, wo die hinfliegen oder wo sie sich gerade befinden. Ach so. Und ich sehe das hier oben. Ach so. Lol. Das ist natürlich, Also befindet sich diese Fläche vom Keller tatsächlich unter unserer Base. Es ist nicht so programmiert, dass die sich woanders befindet. Ich dachte, die wäre außerhalb.
Also von unserer Base-Plattform. Ja, warum habe ich eigentlich so viel Müll einstecken? Voll, ich habe die Invisible-Mod. Du hast es mir kurz geglaubt. Nein. Klar. Nee. Gib's halt zu. Nee. Das ist gar nicht so. Doch. Nee. Doch, immer zweimal mehr wie du. Ich mache hier mal Geschwindigkeitsmodule rein, falls du welche brauchst. Ne, habe ich mal ein bisschen gebastelt, so 200, 300, 400. Nice. Was? 300, 400? Ja. Ich hätte gerne, ich will, das, der Scheiß, der muss hier weg. Wann gibt's denn gelbe Fläschchen? Der Fug. Lila ist auch schon automatisiert, ne? Ja. Lila. Aber Lila. Da kommt halt noch recht wenig alles. Hier, kannst du mal hier die Kisten leer räumen? Warum? Mach einfach mal. Welche Kisten? Ja, alle. Hast du Platz dafür? Keine Sorge, ich habe das gekopiert. Ich wollte nur ein bisschen mehr Platz haben hier. Weil ich will den Eisenpuffer umbauen. Der gefällt mir nicht. Dieser hier, ne? Ja, der kleine Pupser hier, der Scheiße. Der taucht nix. Ja, wir müssen auch auf Richtbogenhöfen mal gehen. Ja, habe ich ja schon angefangen. Also machen wir hier unten Eisen. Den willst du noch notfalls erweitern? Ja, notfalls können wir den erweitern, aber ich wollte hier nach oben noch, also hier auch noch Eisen, wo ich jetzt hier, da habe ich ja die Kohleöfen gerade abgerissen, hier mache ich jetzt auch noch Eisen. Der Puffer kommt hier weg, also wir machen einen Hauptpuffer an Eisen hier. Also dann würde ich hier unten links komplett Eisen machen und dann könnten wir theoretisch, ja mit Kupfer müssen wir mal schauen. Also wir können ja unten rechts dann noch, den Stahl können wir noch lassen da. Vielleicht auch nur mal umbauen mit Lichtbogenöfen. Alter, der baut wie ein Behinderter hier. Da muss ich gerade dran denken, da waren wir jetzt beim Großhändler und haben Styrodurplatten gekauft. Ich und mein Auszubildender, ne? Ja. Und dann haben wir, wir haben 4 Pakete Styrodurplatten gekauft, ja, das sind 16 Stück gewesen oder so. Und dann war das alles, also so eine komplette Palette in Folie eingebunden und mein Auszubildender, der hat halt jetzt erst angefangen, der ist noch so, naja, sehr vorsichtiger, ne? Und dann stand da der Typi, der vom Baustoffmarkt daneben und mein Auszubildender nimmt sein Messer raus und fängt dann an der Folie rum zu schnitzen. Da steht neben, Alter, der Junge schneidet wie Trinkwasser brennt, ey. Was? Ja, ich hab mich weggeworfen, ey. Trinkwasser brennt. Ja, das war hart, aber cool. So, hier ist mal leerräumen den Schiss. Ich brauche mehr Inventarplatz. Gab's da nicht auch eine Forschung? Warte mal. So, irgendeine. Das hier war das doch. Ja. Aha. Ich wollte jetzt hier unten noch eine Schmelze bauen für Kupfer, wenn Kupfer mal von unten links kommt. Ja. Oder brauchen wir die nicht? Eigentlich geht hier schon viel Kupfer rein, ne? Geht das hin? Ach da. Es ist tatsächlich sogar noch ein bisschen gepuffert. So. Haben sogar alle Fläschchen am Start? Nee, wo sind die grünen? Aber... Ja, dann wird es ja Zeit für gelbe. Was? Ja. Wo produzieren wir die denn? Bist du ein bisschen verrückt? Wir lassen aber erstmal den Puffer hier durchlaufen. Was hast du gerade geforscht? Warte mal, so.
So. Mehr Platz im Inventar? So. Ja, ja, 10 Inventarplätze. Nice. 10 Inventarplätze, ja, geht leider nicht. Doch, geht wohl. Nochmal 10. Strom wäre cool hier. So. Ich habe ja noch meine kleine Blaupause von den gelben Fläschchen, ne? So, jetzt mache ich das hier erstmal. Ist die Kohle, ist die nur dafür? Geht die noch woanders hin? Kriegen wir eigentlich... Kohle geht auch hier. Warte mal, dann können wir das hier abmachen und können das verbinden. So. Jetzt lassen wir das leer laufen. Bis kein Kohle mehr am Start ist. Ich habe ja hier noch so eine schöne Blaupause. Kennst du die noch? Für die gelben Fläschchen? Da muss ich ja nur Kupfer, Stahl, Eisen, Schwefelsäure und Schmiermittel anschließen und Kunststoff. Wie sieht die nochmal aus? Warte mal, ich kann ja bei dir gucken. Wo hast du die drinne? Hier hast du die drinne. Oh, die ist aber schon riesig, ne? Ja, die macht, glaube ich, 1 pro Sekunde. Genau. Ich kann auch mal eine kleine Variante. Alter, die ist so groß wie der komplette Keller von uns. Ja, das Problem ist nur, da muss Schmiermittel. Siehst du das, was ich hier in der Hand halte? Nein, das kann ich nicht sehen. Okay. Das kann ich nicht sehen. Die ist auf jeden Fall 3/4 von unserer Plattform hier. Ah, übertreib nicht. Hälfte. Naja. Das ist die Hälfte. Naja. Das ist die Hälfte. Naja, habe ich gesagt. Warte mal. Hier Lichtbogen. So. Depp, 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 depp. Was ist da denn los? Die Frage, die wir uns jetzt nur stellen müssen, ist, bekommen wir da... Normalerweise müsste das gehen, oder? Nee, das war das Falsche. Steuerung C. So, wenn ich das so mache. Exoskelett. Da einfach so mal geforscht. Ja, da bin ich dreist. Da ziehe ich auch durch. Hier, und jetzt guck mal, was ich jetzt heftiges forsche. Ach, hör auf. Ja, kannst aber mal, das sag ich dir. Zugsignale, ey. Lieber gelbe Fläschchen. Dann bau doch welche mit der Hand. Brauchen die nicht auch Baumaterial mit geringer Dichte? Ja. Brauchen Prozessoreinheiten. Boah, weißt du, was da, Baumaterial was mit da geringer Kupfer Dichte. Durchgeht, ey. Müssen wir erstmal unsere Kupferproduktion hier innovatieren, dass das funktioniert. Soll ich mal anfangen, etwas zu bauen? Nein. Ja, doch, mach. Eine Blaupause, die wir draußen hinstellen, um gelbe Fläschchen herzustellen, weil das kriegen wir unten da niemals hin. Never. Ja, willst du so machen, dass wir da nur Erz anschließen müssen? Nur Erz? Ja, dass wir nur Eisenerz und Kupfer anschließen müssen. Vielleicht noch Kohle. Und Öl können wir ja so auch anschließen dann. Dass wir Öl, Eisenerz, Kupfer anschließen. Ja, das ginge. Bau mal. Komm, ich mach dir hier eine Safety Zone, wo du drinnen basteln kannst. Das ist so klein. Echt? Ich dachte, ich nehme meine Blaupause. Wow. Nein, dann ich mach eine neue. Okay, warte mal. Dann müssen wir Eisen. Gott, das ist viel. Das ist sehr viel. Bau das halbwegs kompakt und trotzdem effizient. Okay. Wesley, ich trust in you als Baumeister. Ich guck mal, was ich da mache. Ich believe noch ein bisschen. Oh, hier sind die Sprungöfen. Das ist gut. Die kann ich gebrauchen. So. Okay.
Das läuft jetzt alles darin. Und jetzt können wir hier das hinsetzen. Ist halt jetzt nur falsch rum eigentlich, oder? Dann muss ich das für hier neu bauen. So, hier muss der Erz ja. So. Liegt dir das? So und so. Liegt auch auf rechte Seite, ne? Das könnte funktionieren. Im besten Fall. So, dann machen wir das hier bis hier. Mach ich nicht. Lübt. Oh. So ist das besser. So, dann müssten hier theoretisch zwei Eisenbänder rausploppen, richtig? Im besten Fall schon. Im besten Fall schon. Hier hätte ich gerne ein bisschen mehr Platz. Warum können wir das denn schon... Könnten wir theoretisch 500 kosten. 500 Fläche. Dass wir da einen ordentlichen Eisenpuffer hinmachen können, weißt du? Dass wir nur noch hier Eisen produzieren und gar nicht mehr über die Puffer oben. Das wäre schon ein Ding. Warte, können wir eigentlich nochmal... Nee, können wir nicht. Können wir nicht. Komm, fangen wir an mit der Forschung. 10, 12... 14... Schätze, wie lange brauchst du dafür, Wesley? Diese und nächste Folge? Keine Ahnung. Sportlich. Das ist halt viel, ne? Ja. Das stimmt allerdings. Und ich glaube, ich nehme dafür auch einfach meine Blaupause. Da ist zwar dann mehr aufzubauen, das ist zwar dann zu viel, aber ich kann das nicht alles neu zu bauen, weil die ist genau berechnet. Weiß ich, muss dann nichts Neues ausrechnen. Die läuft, hundertprozentig. Mhm. Da ist auch nichts zu viel an Material eigentlich. Ich habe da sogar da, wo gelbe Fließbänder nur nötig sind, da habe ich auch gelbe Fließbänder. Da habe ich nicht, also da habe ich schon ziemlich gespart. Okay. Deswegen mache ich das jetzt auch einfach so. So. Aber wie gesagt, da musst du Kupfer, Eisen, Stahl, Kunststoff, also diese vier Festmaterialien und die Flüssigkeit Schwefelsäure und Schmiermittel anschließen. Und dann läuft das schon. Dann kriegst du gelbe Flächen. Mehr musst du da nicht machen. Mhm. Total easy. Wir kriegen das jetzt ordentlich dran.
Ach, das ist eine Idee. Na, kick mal einer an. So. So, so, so. Kann sie ja vielleicht ein bisschen optimieren. Jetzt ist der Puffer scheiße, ne? Der müsste eins nach oben. Was willst du optimieren? Vielleicht kann ich sie ein bisschen verkleinern. Halbieren. Also von allen die Hälfte wegreißen. Was geht kaputt? Scheiße, ist kein Strom. Alles gut. Okay. Hier brauche ich viel Material. Jetzt müssten wir das hier eigentlich komplett hierin leiten, ne? Und der hier weg. Ich brauche von allen etwas. Haben wir noch eben ganz viel Gelbe? Stimmt. Fließbänder? Habe ich sie. Habe ich sie schon. Bilde da. Tja, kann ich mir eigentlich auch schenken hier, ne? Brauchst du das per Ruby? Soll ich mal kommen? Vielleicht habe ich noch Zeug. Ja. Ach, guck mal hier. Guck mal hier. Rote Greifer. Stell mal ein paar rote Greifer her, wenn du hast. Jo. Und dann noch Tagemaschinen brauchen wir noch 50 für den blauen. 120 gelbe Greifer. Ich baue mal. Wo kommen denn die roten hin? Irgendwo. Wenn das komplett gebaut ist, dann werde ich erstmal. Ja, ich habe Rot in der Tasche, aber die. Ah, hier. Puffer ist hier schon voll. Er puffert einfach immer mehr, immer mehr. Ah, das dauert, bis das alles gebaut ist. So. Wie sieht das hier aus? Ist immer noch Kohle am Start. Was wollte ich jetzt? Material. Nicht. Kommt die Kohle eigentlich her? Hier wird Eisen gepuffert. Ja. Oh, scheiße, voll. Ist ein bisschen viel. Ja, okay. Oh, jetzt habe ich das Ding weggemacht. Naja, dann gibt es halt keine Fließbänder mehr. So, hier haben wir noch Rote am Start. Warte mal, die bringen wir jetzt mal alle in den Keller. Läuft der Keller auch wieder. Haben wir hier irgendwo eine
Wo können wir die denn draufschmeißen? Level up? Was? Level 25. Was? Nehme ich denn? Warum bist du Level 25? Nee. Was soll das? Schiebung! Inventarplatz. Schiebung! Noch mehr Inventarplatz? Ich hab das schon auf Stufe 12. Oder Movement Speed noch einmal. Ja, ich nehme noch einmal Movement Speed. Inventarplatz hast du auf 12? Da musst du das schon scrollen, oder nicht? Kurz davor. Alter. Also wenn dann noch ein, zwei Leisten hinzukommen, dann... Oh, warte mal, jetzt ist hier Platz. Jawohl. Jetzt können wir Puffer bauen. Das komplett gebaut ist, muss ich erstmal gucken, ey, wo ich hier was abreißen kann. Am besten einfach alles halbieren. Okay. Die schon mal abreißen? Das passt ja alles ja nicht hier. Die Kacke da. So. Das hier nicht. Ja, schon irgendwie das geil, immer dieses Neubauen, ne? Ich habe keine Strommasten. Oh. Ding. Hier will ich abreißen. Die hier. Was? Was? Was abreißen? Nix. Sehr schön. Level up. Mache ich auch Inventory hier. Bams. Oh, Platz. Gut, Maschine läuft. Sehr schön. Das freut mir. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, wir sind jetzt mal am Ende der Folge angekommen. Nächste Folge geht's weiter. Was fehlt hier eigentlich? Nichts, ne? Moment, nichts. Die arbeiten aber trotzdem nicht, weil Stahl zu wenig ist. Weil die hier zu lahm sind, oder was? Dann gibt's hier mal ein bisschen Power auf der Rübe. So, das müsste doch jetzt eigentlich ausreichen, oder? Oh. Oh Gott, ey. Was kann er was geben hier oben? Guck mal jetzt deine ganzen Greifarme hier hin. Jetzt habe ich hier 100 gebaut und dann brauchst du die nicht, oder was? Ich hatte gerade selber welche gebaut. Wow. Egal, brauche ich eh noch. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und tschüss. Tschüss.